Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Ausgabe von Fan, das Sammlermagazin. Heute sind wir wieder unterwegs auf dem Planeten Eternia und ich stelle euch in unserer kleinen Serie wieder ein paar Vintage-Toys aus den 80er der Masters of the Universe vor. Und diesmal mit Man-E-Faces, Zodek und Merman. Come on, come on. Ein Hoch auf euch, auf eine schöne Sendung. Ach, gut. Ja, wir präsentieren heute wieder die Figuren vor der Snake Mountains, der Festung Skeletor. Diese wurde ja auch in den Europa-Hörspielen und in den ersten Werbungen als Burg Drachenstein vermarktet. Ein schönes Teil, das hatte ich ja euch schon vor ein paar Wochen präsentiert in einer Review. Und nun starten wir einfach hier zum Beispiel mit der ersten Figur aus den 80ern, mit Man-E-Faces. So, hier ist das gute Stück, Man-E-Faces. Ja, er hat drei Personen in einem. Und das ist eine ganz spezielle Figur, die damals schon ein kleines Highlight war, weil er kann seine Gesichter verändern. Wie ich auch gerade schon sagte, drei Personen in einem. Zum einen hat man hier ja, das menschliche Gesicht von Man-E-Faces. Dann, wenn man oben dreht, ist ein Robotergesicht zu sehen. Und wenn man nochmal dreht, ist ein Monster zu sehen. Seht ihr das? Ja. Man-E-Faces gilt als einer der Guten bei den Masters of the Universe und er unterstützt He-Man und seine Gefährten im Kampf gegen Skeletor. Als Beilage oder als Zubehör war diese Waffe dabei, diese Laserpistole. Und wenn man die Figur sich genau anschaut, sieht man schon, er hat eine fleischfarbene Rüstung an. Natürlich seine blaue, seine blaue Stiefel. Und wenn man es umdreht, das Ganze, steht hinten auf dem Helm, da steht die Bestempelung drauf. Wann diese Figur hergestellt worden ist, sieht man das hier, sieht man sehr schwer, ne? 1982 steht hin drauf, also Copyright Mattel Inc. 1982 aus Frankreich, die Version. Ja, zur Person Man-E-Faces, also in den Cartoons gilt er als Schauspieler, er ist Schauspieler auf Eternia und deswegen kommt es auch, dass er die Gesichter ändern kann. Die besonderen Fähigkeiten von Man-E-Faces sind, dass er, wenn er sein Gesicht verändert, die Welt anders wahrnimmt. Als Monster kann er in die Welt der Dämonen und Magie abtauchen. Als Roboter sieht er die Welt aus mathematischer Sicht. Und aber weitere Eigenschaften sind von dieser Figur nicht bekannt. Es gibt, was ich eben schon sagte, gibt es auch noch eine andere Variante von seiner Geschichte. Und zwar in dem Hörspiel Skeletors Meisterplan, ja, wird eine andere Geschichte von Man-E-Faces erzählt. Hier wird berichtet, dass Man-E-Faces in einer anderen Welt von Wissenschaftlern missbraucht wurde, Entschuldigung, um einen Supersoldaten zu erschaffen. Man verschmolz die Seelen eines Dämons und eines Roboters mit seinem Körper und machte den Mann zu Man-E-Faces. Allerdings schafften es die Wissenschaftler nicht, Man-E-Faces Willen zu brechen
und er konnte fliehen. Damals musste er aber seine geliebte Tochter zurücklassen. Ja, das ist die zweite Variante der Geschichte von Man-E-Faces. Eine sehr schöne Figur. Und ja, die war, glaube ich, auch einer mit, ja, nicht die ersten, aber es war schon relativ zeitnah, die ich mir dann zugelegt habe. Hier auf der rechten Seite des Bildes seht ihr eine original verpackte Figur von Man-E-Faces. Und hier sieht man auch Man-E-Faces, sehe ich gerade. Moment, wo habe ich denn? Man-E-Faces ist auch im Comic zu sehen. Moment, hier. Da, Man-E-Faces ist in dem dazugehörigen Minicomic aus dem Magazin. Ja. Schon eine coole Sau. Come on, come on. Wir kommen nun zu Sodek, der kosmische Magier von Eternia. Diese Figur hat eine Besonderheit. Eigentlich zwei Besonderheiten. Die erste Besonderheit ist, dass diese Figur in keinem einzigen Minicomic, was in den Figuren jeweils beilag, vorkommt. Das ist schon mal die erste Besonderheit. Dann, die zweite Besonderheit ist, man weiß bis heute nicht, auf welcher Seite Sodek steht. Steht er auf der Seite von He-Man und seinen Freunden oder doch eher auf der Seite von Skeletor und seinen gefährlichen Gefährten? Das weiß man nicht, aber das macht die Figur auch interessant. Denn folgendes, in der Hörspielfolge Die Ebene der Ewigkeit, das ist die Kassettennummer von Europa, Folge 9, wird vermutet, dass Sodek eine Brücke zwischen Eternia und der Erde geschlagen hat und somit die Dinosaurier nach Eternia zu bringen. Es gibt weitere Geschehnisse mit Sodek in den Hörspielen, die aber meist sehr verwirrend sind und in keinem Bezug zu einer der streitenden Parteien hat. So, das ist auch eine Variante. Dann in den Cartoons aus den 80ern sieht man schon, dass Sodek eigentlich auf der Seite von He-Man steht, weil er hat zusammen mit der Sorceress He-Man heimlich geprüft, ob er der Macht widerstehen kann. Also es ist ein bisschen verwirrend mit Sodek. Man weiß, wie gesagt, nicht so, wo er hingehört, ist aber trotzdem eine super geile Person. Wichtig und interessant ist es schon bei der Figur, dass sie erstens aus der ersten Wave stammt, aus 1982. Dann, dass dieser Gusskörper, das habt ihr schon in meinen vorangehenden Sendungen ja schon erlebt und mitbekommen, dass diese Figur komplett den Körper hat von Skeletor. Halt natürlich halt anders angemalt. Weil man sieht ja, so Arme und Beine sind eindeutig von dem Herrn des Bösen übernommen. Ja, er trägt hier einen tollen Helm mit schwarzen Augen. Das wirkt schon richtig düster. Hat auch wie Man-E-Faces eine Laserpistole. Hat einen, wenn man dreht, behaarten Körper. Also da war wohl damals auf Eternia wohl nichts mit Metrosexualität. Man hat einfach wachsen lassen. Ja, es lebe die Maskulinität. Ja, Sodek, der Kundschafter, ach Quatsch, der kosmische Magier, ich sag schon, der Kundschafter, der kosmische Magier. Hier seht ihr auch im rechten Bild die Originalverpackung aus den 80ern von Sodek. Come on. So, weiter geht's mit Merman, der Beherrscher der Meere. Ja, Merman ist auch eine besondere Figur. Sie stammt auch aus der allerersten Wave der Masters of the Universe. Ist 1982 erschienen. Und er ist ein kaltblütiges Wesen des Meeres, der Neptunier und der Fischmänner. Sein Reich ist natürlich das Meer. Und selbst Skeletor, der nicht schwimmen kann, kann Merman, wenn er im Wasser ist, ja, also in seinem Reich, kann er ihm nichts befehlen. Anders sieht es natürlich aus, wenn Merman an Land ist. Dann ist er natürlich Skeletor ausgeliefert. Und das wird richtig besonders in den Hörspielen der Europa-Reihe deutlich,
Weil da sieht man auch, dass Merman öfter gerne die Macht hätte und Skeletor gerne ans Messer liefern würde. Er ist aber auch He-Man und seinen Freunden nicht wohlgesonnen, also auch ein Einzelgänger. Mit ihm ist also auch nicht gut Kirschen essen. Ja, außerdem ganz wichtig ist es, wenn er sich zu lange auf Land befindet, verliert er seine Kräfte und muss sich natürlich, wie ich eben schon sagte, Skeletor beugen. So. Eine besondere Feindschaft aber hegt Merman gegen den Waffenmeister Man at Arms. Dieser hat ihm einst ein Opfer verwehrt und dafür fürchterliche Rache geschworen. Also das Opfer sollte entweder Soa sein oder die neugeborene Teela. So sagt es das Cartoon aus. Ja. Jetzt schauen wir uns Merman ein wenig an. Interessant ist auch Merman das Gesicht, falls es euch bekannt vorkommen sollte. Richtig. Auch diese Figur wurde 1:1 nochmal hergestellt, anders angemalt und als einer neuen Figur verkauft. Und zwar, ich gebe euch Tipps, schwarz, weiß, stinkt. Richtig. Stinkohr. Stinkohr war aus der gleichen Gussform wie Merman. Das nur mal am Rande. Bei dieser Figur lag nur dieses Schwert bei. Die Rüstung seht ihr ja auch schön mit diesem Gürtel. Schön in Gold gehalten. Sein dummes Fischgesicht, ja, ist auch ein markantes Zeichen dafür. Wenn man ihn dreht, seht ihr von hinten so. Nichts Besonderes. Er ist im Gegensatz zu Zodek rasiert, ja, er hat keinen Haarwuchs am Rücken. Hier auf dem Rücken steht auch die Bestempelung, Copyright Mattel Inc. 1981 wurde die Figur hergestellt. Ja, Merman, ein ganz übler Charakter und ja, war, glaube ich, die vierte Figur, die ich mir damals als Kind zugelegt hatte. Welche Figuren hattet ihr als erstes von den Masters of the Universe? Schreibt mir in den Kommentaren. Come on, come on. Ja, und noch möchte ich euch mal was ans Herz legen. Diese tollen Magazine. Es gibt einige davon. Ich habe zurzeit nur diese vier. Das waren so Werbehefte. Das habe ich euch schon mal erzählt. Es gab so die Masters of the Universe Magazine. Die waren ein bisschen gekoppelt mit dem Masters of the Universe Fanclub oder Club. Abenteuerclub ist es noch. Masters of the Universe Abenteuerclub. Ja, sieht man das Logo noch? Seht ihr? Ja, die gab es gratis, gab es diese Hefte in Spielzeugläden. Man hat sie auch zugeschickt bekommen bei Anforderung. Und da waren die ganzen Figuren waren da drin beworben. Und das war auch, glaube ich, die einzigste Informationsquelle damals bei uns in der Jugend, weil wir hatten ja kein Internet. Wir hatten keine Informationen über die Masters of the Universe, außer die Hörspielkassetten, die Videokassetten und diese Magazine. Und so konnten wir schon ungefähr sehen, auf welcher Seite die jeweiligen Figuren gehörten. Ja, diese Hefte sind bis zu 20 Euro wert pro Stück. Ja, also was früher umsonst war, wird bei eBay und Co. echt teuer verkauft. Aber wollt ihr noch ein bisschen Retro haben, würde ich empfehlen, mal bei eBay vorbeizuschauen und fleißig ein günstiges Heft zu schießen. Und damit ja, beende ich für heute unsere Sendung zu den Masters of the Universe. Vintage-Reihe. Nächste Woche gibt es noch eine Vintage-Ausgabe. Da stelle ich euch die nächsten drei Figuren in dieser herrlichen Snake Mountain-Kulisse vor. Und bis dahin wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Bleibt weiterhin sammelwütig. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter fürs Video. Werdet Fan auf Facebook unter Fan das Sammlermagazin oder wahlweise bei YouTube unter bumo.tv. Bis zur nächsten Woche sage ich Tschüss. Come on, come on.